Einen schönen guten Tag, mein Name ist TollChat99 und ich zeige euch Warframe, diesmal das Fomorianer-Event. So, ihr kriegt, wenn die Fomorianer auftaucht, erstmal hübsche Post von Lotus. So, und da kriegt ihr halt diesen Fomorianer-Disruptor. So, den müsst ihr bauen, um halt die Mission zu spielen. Aber um die wichtige Ressource zu sammeln, diese Omega-Isotopen, da müsst ihr irgendwelche Missionen, ne, irgendwo auf Pluto spielen. Ich werde diesmal eine Überlebensmission spielen. Jetzt muss ich mal schauen. Auslöschung. Jetzt muss ich echt mal schauen hier. Gefangennahme, ne. Haben wir irgend so was Schickes? Verteidigung, nein. Sabotage, nein. Normalabfang auch nicht. Ah ja. Da werde ich mal ungefähr mal 10 Minuten spielen oder so. Ich weiß es jetzt noch nicht, wie lange halt. Und da direkt auch die Mission halt spielen. So, mal schauen hier, wo man halt die Sachen halt kriegt. So. Und das Ganze werde ich diesmal auch alleine spielen, weil ich habe ja auch dieses neueste Alpha-Preview-Update auf meine Xbox halt drauf. Und das ist eine reine Katastrophe, wenn es um Mehrspielerspiele geht halt. Weil nach ein paar Minuten haut es mich sofort raus, aus unerklärlichen Gründen. Und ja, muss ich jetzt erstmal so durch. Ich weiß nicht, wann das nächste Preview-Update rauskommt. So. Also mal schauen. The first support capsule has arrived. Activate it when your supply is low. So, zack. Aber vielleicht hätte ich doch lieber den Inarus nehmen sollen. Naja, da habe ich schon so ein Omega-Isotop. Egal. Jetzt spiele ich das Ganze mit Sarin. War schon. So. So. So, dann einmal hier mal ein bisschen Omega-Isotopen farmen. Weil man braucht immer 4 Stück, um einzubauen und auch zu anderen Materialien, aber diese Omega-Isotopen sind halt ziemlich wichtig. So, ein bisschen Fokus einsammeln. Another life support capsule is now available. Ah, da habe ich den falschen sogar erwischt. So, steck mal die andere mal an. So. Bisher 2 erstmal eingesammelt. Ah, ein bisschen wenig halt. Ne, und ja. Ja, wie gesagt, ich wollte das Ganze schon gestern machen, aber dieses Alpha-Update, ja, das lässt mich mit anderen mit anderen Leuten nicht zusammen nicht spielen. Das haut mich sofort raus. Ich weiß auch nicht warum. Naja. Update wurde auch schlecht bewertet von mir. War schon. Auch selbst die Anleitung zum, wenn es solche Netzwerkprobleme gibt, hat funktioniert auch bei mir nicht wirklich. Ja, was will man machen? So, dann nochmal. So, dich stecke ich an. So.
Da ist immer noch einer angesteckt. Wunderbar. Ah, jetzt wieder 7 neue. Perfekt. Ne? Zack. So. Und dann, ich bin, glaube der Meinung, bei Verteidigen kriegt man sogar mehr. Aber es kann auch täuschen. Klar, und empfehlenswert ist halt, wenn man halt die Imperator Vandalen noch nicht hat oder so, und man möchte sehr oft dieses Event halt spielen, würde ich halt einen Ressourcenbooster empfehlen. Verkaufen. The raid is off to a successful start. Damit kriegt man halt die doppelte Menge. So. Critical life support levels. Oh. Extraction is your best option. Oh, dann nehme ich noch mal Lebenserhaltung. Einmal. Life support has been replenished. Life support incoming. So. Fokus? Ah, den kriege ich nicht mehr. Habe ich den verschlafen? Naja. So. Isotop. Ich glaube, 2 Stück habe ich erst aufgenommen. Ah, kann ich wohl direkt wieder so ein Lebenserhaltung nehmen. That should keep you going for a while. Another life support capsule is now available. Oh, noch ein Omega-Isotop, wunderbar. Okay. Ah, zack. Wo ist da der Scharfschütze? Na? Ach, der war ja voll daneben.
Get ready for a capsule. Delivered another life support capsule. Ah, schon mal Deckung suchen. Ah, guck mal her. Oh, dann würde ich jetzt meinen Lachs mal abhauen. Ob ich jetzt 4 habe, weiß ich nicht. Aber passt schon. So. Ich bin auch ehrlich gesagt der Meinung, hier diese Droprate von den Isotopen, das ist manchmal willkürlicher. Mal kriegt man die Dinger hinterhergeworfen. Mal muss man die suchen bis zum geht nicht mehr. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl. So, dann schnell mal abhauen. So, wie viele habe ich? Wie viele? Oh, 8 Stück habe ich. Oh, habe ich gar nicht mal mitbekommen. Aber passt schon. So, zack, dann werde ich mal einmal schnell mal im Bau setzen. So, das ist auch ganz wichtig, die Dinger auszurüsten. Da. So, jetzt müssen wir mal schauen, habe ich die Dinger auch ausgerüstet. Weil ohne die Dinger auszurüsten... oder man muss halt die Dinge ausrüsten, damit man die kleine Archwing-Mission spielen kann. Auf jeden Fall habe ich einen dabei. Oder mehrere. So, dann... Die Mission selber ist eigentlich... ja, wie soll ich am besten erklären? Die ist relativ sehr kurz. Die kann man, wenn man... wenn man, ja, viel Glück hat, so... in 2 Minuten schaffen... So. So. Zack. Und ich bin auch ehrlich, halt von den beiden Event-Missionen halt, die es gibt, ist das Razorback im Marder für mich sogar das Spaßige. Weil das ist jetzt für mich einfach so, mal eben so schnell abholzen. So, ich fliege irgendwie nach vorne, um zu hoffen, dass ich nicht von diesem Energienest hier eingefangen werde. Jetzt fliege ich hier weiter. The net is down. Get Energy net. You're stuck in here until you take out that Zeppelin. Find and destroy all of the shield generators on the ship's exterior. So. So. Generator down. Erster Generator kaputt. Yeah.
den Energienetz mache ich gleich kaputt. Einmal den zweiten kaputt machen. Shields down. Now get inside. So. Und schnell in das Raumschiff reinfliegen. Ah, das ist ein Durchgang. So. Und einmal den Disruptor auswählen. Und jetzt kann man hier einen Kern Schaden machen. Wichtig ist, sind diese gelben Kernknoten zu zerstören, damit erhöht sich der Multiplikator. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen hohen Multiplikator hinkriegen kann, weil ich ja alleine spiele. So. Und schnell rausfliegen. So. Wir sind ungefähr 350 Meter vom Fumarianer-Schiff sich entfernen, bevor das Ding sich, bevor es hochgeht. So. Ja, mal schauen, was kriege ich? Mission complete. Excellent work, Tenno. Ah, ein Imperator Vandalblaupause. Das hat die Eventwaffe, die man dort kriegt. Ja, sonst halt noch die Teile und Endo. So, allein sogar selber eine Million Punkte geschafft. Nicht schlecht. So, und wenn ihr halt die Mindestpunktzahl, die 1 Million Punkte erreicht habt, dann bekommt ihr Post von Lotus. Mit einer kleinen Belohnung, und die ist halt einmal der Orokin-Beschleuniger, ein fertig gebauten, und 200.000 Credits. So, ja, ich denke mal noch zweimal werde ich das Event noch zeigen noch, und dann werde ich dann mal auch mal Feierabend machen. So, zweimal das Event noch mal spielen. So. Und ja, dann los geht's. This is the threat of Baylorian. Your mission is to get inside the beast and mal schauen, vielleicht schaffe ich einmal mich mal so durchzumogeln. Nein. Running out of time. There will be nowhere to hide from my Fomorians. And when the last of you is gone, I will personally throw your beloved Lotus into the sun. Energy net, you're stuck in here until you take out that zeppelin. Energy net dissipating. Keep moving. So, das war der erste Generator. Ja, man macht hier zweimal Generator kaputt schießen, einmal reinfliegen und dann so viel Schaden wie möglich machen. That zeppelin just engaged an energy net. You're stuck in here. It's destroyed. The net is down. Get going. So. Und dann jetzt warten. Und weiter geht's. So, jetzt wieder reinfliegen. Deploy your Fomorian Disruptor to knock out the power field. Auswählen. Power
Field down. Core is exposed. Open fire. Elf diesmal. So, dann schnell wieder abhauen. You've done your part, Tenno. Now rendezvous with your landing craft. Wieder zurück. Ja. Power field regeneration imminent. Get out of there fast. Ah, da kommt noch was vorbei, aber. Zu wenig Reichweite für meine Waffe. So, nochmal eine Imperator-Vandal-Blaupause. So, das ist ja alle gute Ideen. Dinge ja drei sind, würde ich die Mission noch ein drittes Mal spielen und dann würde ich auch dann langsam Feierabend machen. So, zack, wo ist die? Einmal nur auswählen. So, noch einmal Attacke machen. This is the threat, a Performorian. Your mission is to get inside the beast and inflict as much damage as possible. Get in range. Na, ah, da. Your Locus is leading you to destruction. Und schnell wieder weiter nach vorne. They're trying to trap you in an energy net. Destroy that. Take out the net. Energy net dissipating. Keep moving. Find and destroy all of the shield generators on the ship's exterior. Ah, zu weit noch weg noch. Zack, der erste Generator wieder kaputt. You're stuck in here until you take out that Zeppelin. Na, und? So, kaputt, die beiden Schildgeneratoren. Achso, hier noch ein paar. Dieses Energienetz kaputt machen. So, dann schnell reinfliegen. The net is down. Get going. There's the deploy your Fomorian disruptor to knock out the power. Und dann den Disruptor auswählen. Zack. Ja, ziemlich einen hohen Multiplikator hinausarbeiten. So, jetzt schnell abhauen. You've done your part, Tenno. Now rendezvous with your landing craft. Ja, kommt mal alle her. Get out of there fast. Ja.
Mission complete. Excellent work. So, und einmal den Imperator Vandallauf bekommen. Das ist schon mal schön. Okay, ein kleinerer Multiplikator diesmal, weniger Punkte, aber das macht nichts. So, ja, ungefähr 3 Minuten brauche ich halt. So, und wenn man die irgendwann mal fertig hat, die Imperator-Vandal, hat man dann eine schicke Art Schwingwaffe. So, dann würde ich jetzt den Stream mal langsam beenden. Ich hoffe, der Stream hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.